Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Also innen und außen wahrzunehmen ist ein Thema beim Qigong und beim Tai Chi und beim Yoga auch, aber nicht so explizit aufgeführt. Also beim Qigong und beim Tai Chi gehört das mit zu den Grundprinzipien. Und dann gibt es introvertierte und extrovertierte Menschen. Und es gibt auch ambivalent. Und dann ist es auch so, dass sich das verändern kann. Also Jugendliche sind wohl mehr extrovertiert, obwohl ich selber weiß noch, dass ich da Menschenmassen und so, also ich war schon immer eher tendenziell introvertiert. Und dann haben wir ganze Weltbevölkerungen, die präferieren mehr extrovertierte Lebensweise und Verhaltensweise. Und zumindest in Asien gibt es noch eine alte Tradition, die diese introvertierten Qualitäten zumindest als durchaus erstrebenswert anerkennt. Ne? Bei uns im Westen ist es so, dass introvertiert, ich weiß es gar nicht, bis vor kurzem vielleicht sogar als krankhaft angesehen wurde. Auf jeden Fall hier im Westen wird versucht, die Introvertierten extrovertiert zu machen. Auch im Sport, zum Beispiel der Sport ist bis auf die EU-Charta, die ermöglicht das jetzt, dass man auch ein bisschen introvertiert dran geht, aber eigentlich ist dieses Wettbewerb und laut und alles, was damit zu tun hat im Sport, ist halt eben extrovertiert. Wäre ja verständlich auch aus meiner Sicht des Introvertierten, solange man eben denkt, okay, ich gehöre einer Minderheit an. Ich weiß, das ist nicht krankhaft, kommt mal vor, gibt ein paar Leute. Dummerweise gibt es Forschungsberichte, ich werde das auch dann im Mitschnitt einblenden, die bestätigen, dass der Anteil von Introvertierten bei den US-amerikanischen Bürgern zumindest, ich gehe mal davon aus, dass das in Richtung repräsentativ ist, durchaus 50% der Bevölkerung sind. Und das in den USA, die ja nun wirklich selbst erklärt eine extrovertierte Kultur sind. Das hat aber enorme Konsequenzen. Da müssen wir ja auch für die Angebote machen und für die, also die deren Weltbild muss Eingang finden in unsere Angebote, in unsere Kultur. Muss von der Allgemeinheit als durchaus legitime Ansicht, legitime Zielgrößen anerkannt werden. Dass eben nicht nach draußen Wettbewerb, viele Freunde, sondern durchaus auch hinsetzen, in Stille zu sich kommen, eine erstrebenswerte Richtung ist. Und es sind Pole. Ne? Also ich kann nicht extro-introvertiert sein. Ja? Geht nicht alles zusammen. Man kann natürlich unter bestimmten Aspekten mehr extrovertiert sein. Also ein introvertierter Mensch kann mit seinem Steckenpferd Sachen, die ihn interessieren, durchaus mal an extrovertiert werden, ja, also sein. Also dass er zum Beispiel unter Leute geht, die seine ähnlichen Hobbys teilen, ja, dann verliert er sich auch nicht, also fühlt sich nicht so verloren. Und das, was ich mache, ist auf jeden Fall stark in diese Richtung. Also wir machen stilles Sitzen, wir machen diese Peking-Form Tai Chi für die Gesundheit, für die Körperwahrnehmung, wir machen Zen-Qigong für die Körperwahrnehmung und wir machen Zen-Qi-Yoga für die Körperwahrnehmung, um den Geist
und Körper in Einklang zu bringen, zur Ruhe kommen zu lassen, bis das innere Lächeln entsteht. Entsteht nicht immer, das sind dann die Hindernisse. Und diese Hindernisse sind toll, weil an denen lernen wir enorm viel über uns, über die Funktionsweise von dem, was man selber ist. Und dann auch mehr über die Handlungsweise unserer Mitmenschen und wird vergebungsvoller mit sich und mit den anderen. Freundlich, aufmerksam und gelassen mit sich, mit den anderen, mit allem. Jetzt haben wir doch eine Zusammenfassung. Mir geht es um das Innen-Außen, um das Extrovertiertsein und dass das Introvertiertsein durchaus legitim ist, nur es ist leider leise. Und wenn es wirklich so ist, dass es 50% der Bevölkerung sind, dann müssen wir Introvertierten mal ein bisschen lauter werden und eine Lobby gründen oder was, keine Ahnung. Wir pflegen unsere Introversion im Stillen sitzen, jetzt. Aber wie ich gesagt habe, schließt eure Augen, den lassen wir mal nicht extra. Aber ihr könnt zum Beispiel feststellen, ob ihr irgendwelche von selber kommenden Bilder habt, also Selbstvisualisierungen habt. Lasst die ziehen. Lasst die ziehen. Später, wenn ihr länger sitzt, dann kann es sein, wenn ihr sehr, sehr ruhig seid, dass ihr dann langsam so ein helles Licht seht und so. Das ist dann nicht verkehrt. Das wäre das Einzige, was man dann nicht ziehen lässt, aber das kommt später. Jetzt in so einem kurzen Sitzen von 5 Minuten, 7 Minuten ist das kein Thema. Am Anfang ist es trotzdem gut, erstmal auf die Körpergefühle zu achten, auf dass ihr einfach angenehm sitzt, frei atmen könnt. Das ist halt wichtig. Und durchaus Obacht zu geben darauf, wie ist meine Stimmung im Moment. Und dann einfach mal drauf zu hören, was man in der Ferne so hört. Ohne Bewertung. Einfach in die Ferne hören. Und dann näher, was könnt ihr näher hören? Könnt ihr etwas riechen? Durchaus die Sinne zu benutzen.
dann auf die Körpergefühle überzugehen. Also zu Anfang auch längerer Meditationssitzungen benutze ich durchaus Akupressurpunkte, meistens unter den Füßen. Der Eindruck, der Körpereindruck ist einfach stärker, aber diese Akupressurpunkte sind auch entspannend und durch den ganzen Körper. So dass der Körpereindruck intensiver ist und es einem wirklich hilft, mehr zu sich zu kommen. Das durch den ganzen Körper zu spüren. Wie geht es dem Körper jetzt, hier? Muss ich mich umpositionieren? Irgendwas lösen an der Kleidung? Das ist schon innen und außen. Es sind nur die Kreise werden kleiner und man kommt immer mehr zu sich. Ist meine Stimmung? Was macht mein Geist? So dass wir mit unserer Aufmerksamkeit bei dem Körper sein können, wie er da atmet. Ja, und für unsere kurze Nicht-Einführung können wir langsam
unsere Augen wieder öffnen. Sie merkt, es ist eine Sammlung von außen nach innen, immer weitergehend. Und da wir jetzt bei dem Thema introvertiert und extrovertiert sind, kann man, je länger man sich damit beschäftigt, immer mehr feststellen, dass alles, was angeboten wird, Yoga, Qigong, sogar stilles Sitzen, immer die Tendenz hat, in diese extrovertierte Richtung zu driften. Höchstwahrscheinlich, weil es einfach populärer ist. Also es ist auch so, dass im Qigong die höchste Stufe, wenn man so will, das stille Sitzen ist. Also die Bewegungen werden immer feiner, kleiner, langsamer, ruhiger, bis man in Stille sitzt. Also das ist zumindest in den Prinzipien fürs Qigong schon mal festgehalten. Im Yoga eigentlich auch. Und dieses langsame Bewegen ist zumindest bei der für die Gesundheit praktizierten Peking-Form des Tai Chi auch wichtig. Zumindest im Yoga konnte man das mitkriegen, wenn man schon älter ist, wie das eben in den 70ern langsam populär wurde und immer mehr quasi die Meditation verloren hat. Immer mehr Formen wurden, die Formen immer ausladender, immer hektischer, ja? Oder Meditation immer mehr Unterhaltung brauchen, Klangschalen, angeführte Meditation. Also der Weg ist andersrum. Am Anfang kann man mit sowas ab und zu mal anfangen, also mit geführten Meditationen, mit Klangschalen. Aber dann dieses langsam zur Ruhe kommen lassen, immer mehr zum stillen Sitzen. Und die Tendenz ist bei uns aber leider andersrum. Dieses, da wo es hingehen soll, das wissen die meisten gar nicht mehr. Ja. Die denken dann, Bier trinkend bewegen ist dann schon Meditation. Ja. Bier ist Muskelrelaxanz, ja, Entspannung. Und Bewegung ist Unterhaltung, da ist mein Geist ruhig. Ja, dann sind wir auch, Körper und Geist ist zufrieden, fertig. Also das ist ja in Ordnung, wenn man damit anfängt, vielleicht. Aber das Schlimme ist, dass diese introvertierten Leute ihre Angebote immer mehr verlieren. Ja. Deswegen mache ich das hier. Und zwar so. Bei dem so, dass ich selber merke, okay, es geht in diese Richtung innere Sammlung. Das ist vielleicht was Besonderes, was ich mache. Es gibt andere Zen-Meister, es gibt andere Theravada-Mönche, die eben wie Vipassana-Meditation zum Beispiel unterrichten. Das sind die grob Richtungen, die hier zu Hause sind. Und es gibt auch Tendenzen, das zu säkularisieren, Mindfulness Meditation, MBSR zum Beispiel ist eine so eine Richtung, aber die verlieren dann schnell wieder den Tiefgang. Das ist zumindest meine Richtung und ganz alleine bin ich damit nicht.